without all the story, can somebody say they arrived at some point of realization anywhere? Ohne irgendeine Geschichte kann irgendjemand sagen, dass er irgendwo angekommen ist, an einem Punkt. Another one? Someone else in your group? Or? One? What did you realize? I don't, not without the story, what was your realization? Was hast du festgestellt? Where something comes from? What is behind? Louder, please. Where something comes from? Where does it come from? Where? What was it? What was the final line? Wo es herkommt. Line. The final line. Yeah. The bottom line. What was it? Die Grundaussage. For me, it was that I was afraid to show me. I'm afraid to show me. Für mich war es, ich habe Angst, mich zu zeigen. There may be more. I'm not worth showing or something else. Da kann mehr sein. Ich bin es nicht wert, gezeigt zu werden. Another example. Noch ein Beispiel. Ja. Ich habe Angst, mich mit meiner Verletzlichkeit zu zeigen. I'm afraid showing my fragility. Vulnerability. I'm vulnerable. I'm in danger. Another? Ich bin verletzlich, ich bin in Gefahr. It wouldn't be the fear unless there's a belief. I'm in danger. I'm fragile. Something like that. What's the thought behind that? Was ist der Gedanke dahinter? I'm worthless. Okay. That's how far you got. Ich bin wertlos, aber dann war die Zeit um. Not even worth another minute. War es noch nicht mal eine Minute mehr wert? I'm not important enough. I don't have the value. Ich bin nicht wichtig genug. Ich habe nicht die Zeit. Okay, this is a baseline karmic mantras standing in the background. Basic beliefs about yourself. Ein grundlegender tiefer Glaube. And they're so deep. Mantra, und es ist so tief. Yeah, that when we said you can do all the meditation and these surface affirmations, du kannst but all diese Meditationen und diese oberflächlichen Affirmationen machen. If you don't go down machen, to that baseline and turn it around, wenn du nicht zu dieser grundlegenden Linie kommst und sie umdrehst, sabotage you. Your negative mind is still gonna, dann wird es dich nach wie vor sabotieren und der negative effort wird anytime all deine Bemühungen und dir den Teppich because unter den Füßen wegziehen. Some bottom line says I'm not worth it or I'm too fragile or eine Grundaussage sagt, du bist nicht wert, ich bin realization about nicht bottom wichtig line, your karmic mantras, anybody? Noch irgendjemand mit einem karmischen Mantra? Ja. Same family, I'm not good enough. I'm not good enough. Selbe Familie, ich bin nicht gut genug. Some of them run in families. Manche funktionieren it's in Familienbanden. I thought about saying to you these intrigues. Ich habe darüber nachgedacht, dir zu sagen, diese okay Intrigen. What maintains them? Yeah. Where do they come from? What and what maintains them? Was hält sie aufrecht? First, it's important to recognize they're automatic. Erstens ist wichtig zu erkennen, sie sind automatisch. Self-perpetuating. Und sich selbst wiederholen. Okay. They tend to be shallow. Sie haben die Tendenz, sehr flach no zu sein. Shallow, superficial. Also oberflächlich flach. There's no real foundation to that belief. Es gibt keine wirkliche Grundlage für diesen Glauben. But the mind does believe. Der Mind glaubt. We've not trained it to another belief. Wir haben ihn nicht für einen anderen Glauben so it came up with a hypothesis trainiert, also kommt er an mit einer Hypothese. Okay. From family ghosts, from projections, from von past Familiengeistern, karma, von Projektionen, von it arrives vergangenen at some karma hypothesis of self. Die Hypothese. It arrives at a hypothesis of self. Er kommt an einer Hypothese, ne? Hypothesis? Von über sich selbst an. Theory, like ja, theory. Eine Theorie. Just a belief. Es ist nur ein Glaube. But it's a belief in front of you, stopping you. It is not a belief backing you, supporting you. Aber es ist ein Glaube, der vor dir steht und der dich hindert und nicht einer, der dich okay hinter dir steht und dich unterstützt. And they will completely distort your reality. Und sie werden deine Realität komplett stören. They're reinforced by trauma. Sie werden durch Traumata wounds verstärkt. Pain, which we talked durch about Schmerz before, and ignorance, und Ignoranz, and delusion, und die Desillusion, and the wrong kind of stress, und die falsche Art von okay Stress. They that just serves to continue to amplify all of this intrigue. Und es dient nur, um diese all diese Intrigen noch zu verstärken. And they're very hypnotic.
Und sie sind sehr hypnotisch. And they become ghosts, which are so powerful that they pass on down family generations. Und sie werden zu Geistern, die so machtvoll und so viel Macht erlangen, dass Phantoms. Sie wie Phantome, dass sie family von Phantoms. Generation zu Generation weitergegeben okay. werden. So, what needs to happen? Yeah? Also, was muss passieren? And there's a process, and we'll try to remind you of that again tomorrow, where you have to take it down to zero. Und es gibt einen Prozess und wir werden dich wieder morgen wieder daran erinnern, wo du das alles zurück zu Null bringen musst. It doesn't work to be general. All my intrigues are nothing really. Es nützt nichts, im Allgemeinen zu sagen, ach, alle meine Intrigen sind That nichts. Doesn't work. Das funktioniert you nicht. You have to be specific. Shame, du you're musst nothing. Spezifisch werden. Shame, Scham. Yeah, not good enough. Nicht gut genug. Zero meaning, zero Null value. Bedeutung. Doesn't mean anything. Doesn't have a base. Es hat keine Basis. Guilt. Schuld. Nothing. Nichts. You're not important. Du bist nicht wichtig. You don't have a reality. Du hast keine Realität. Do you understand what I'm saying? You have to take each fragment. Du musst mit jedem schwanger gehen. When you clean the room, you don't just say everything. Oh, could you all get out, please? Wenn du den Raum sauber machst, dann sagst du nicht nur, pick it up. This rubbish in the bucket. This rubbish in the bucket. Alles einzeln aufheben. Okay, you have to go through it. Clean it up, clean it up, clean it up. Du musst es reinigen, sauber machen. And then, so you go to a shunya. Dann kommst du zu einem Shunya. Remember this question this morning about shunya? Wir hatten heute Morgen diese Frage über Shunya. And then you put the seed of reality in that. Und dann setzt du den Samen der Realität da hinein. Then you put the mind on the frequency of the soul, we call it. Dann setzt du den Mind auf die Frequenz der Seele. So a powerful expression in Yoga Vedanta says, set the mind on the soul's frequency. Das ist ein kraftvoller Ausdruck, setz den Mind auf die Frequenz you know we were saying der mind, yeah? Seele. Said it, yeah, okay. Set the mind on the soul's frequency. Setz okay. den Mind auf die Frequenz der Seele. And give it direction from there. Und gib ihm von dort aus eine Direktive. And then reinforce it. Und dann verstärke es.